Die Marineschule Bremerhaven. Diese 10 Soldaten brechen morgen auf zu einem 3-tägigen Überlebenstraining, einem Biwak. Ausbilderin Locke hat die Truppe fest im Griff. Was genau auf sie zukommt, wissen die Kameraden nicht. Sie wissen nicht, welche Übungen sie erwartet. Sie wissen nicht, dass sie sehr, sehr wenig Schlaf haben werden. Und ich denke mal schon, es wird spätestens am zweiten Tag so einige Zusammenbrüche geben, die dann sagen, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr und Mist, warum mache ich das? 7 junge Frauen und Männer, um die 20 Jahre alt, sind Connys tapfere Soldaten. Sie befinden sich in der Grundausbildung, gehören der Marine an und wollen zum Teil Berufssoldaten werden. Ausrichten! Jetzt nochmal kurz Vorbereitung aufs Biwak, ja? Sie wissen selber, wir haben hier 30 Grad. Es wird nicht angenehm, aber danach für Sie können Sie sich sagen, Sie haben das durchgestanden. Sie werden auch im Biwak an Ihre Leistungsgrenzen kommen, das werden Sie merken. Ja, und ich werde Sie da auch hinbringen. So, dann aufgepasst, 6. Gruppe stillgestanden, nach hinten aufstuben, wegtreten. Bei der Bundeswehr dürfen seit 2001 auch Frauen den Dienst an der Waffe absolvieren. Rekrutin Anne Caro hat sich für eine Karriere beim Bund entschieden und sich gleich für 12 Jahre verpflichtet. Also erstmal freue ich mich ein bisschen auf Zeltbau. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, wie das da abläuft. Ich weiß es nicht. Abiturient Robert Jacobi hat lediglich 12 Monate beim Bund vor sich. Für den Spaßvogel der Truppe könnte diese Zeit lang werden, denn der strenge Drill macht ihn bereits jetzt zu schaffen. Ja, das wird der Alarm sein wahrscheinlich und der Schlaf, also der fehlt. Also dass man dann so mit verschlafenen Augen rauskommt und sofort, da muss man wie von 0 auf 100 halt gleich raus, zack, zack, die Ausbilder schreien einen an, dann muss man sofort auf 100% alles geben halt. Besonders hart werden die Schindereien der kommenden Tage für Steffi Hanisch. Sie ist die gute Seele im Team. Zu mir sagt man, dass ich die Mutti vom Dienst bin. Das heißt, ich frage oft bei den Jungs nach, ob sie sämtliche Sachen eingepackt haben, ob sie die Müllputz geleert haben. Ich bin so mein Typ, ich sage, hast du dies gemacht, weil man ja selber was vergessen kann. Mit 3 Lkw, 1800 Litern Wasser in Kanistern und 150 Männern und Frauen startet der Bundeswehrbetriebsausflug zum Truppenübungsplatz vor den Toren der Stadt Bremerhaven. 4, 6, 8, 10. Erstes Glied einen Schritt vortreten. Nochmal zum Abschluss. Haben Sie an alles gedacht, ja? Alle wichtigen Utensilien, die ich Ihnen gestern genannt habe. Sei es Hygieneartikel, Zahnbürste, Zahnpasta, Ihr Essgeschirr, Ihre Feldflasche, ja? Haben Sie alles dran? Ja. Ich habe mein Essgeschirr vergessen. Was haben Sie vergessen? Ich habe mein Essgeschirr vergessen. Warum haben Sie Ihr Essgeschirr vergessen? Es liegt noch im Spind. Matrose Harms, wie wollen Sie essen auf dem Biwak? Aus der hohlen Hand? Nein. Aha, und nun? Sie gehen jetzt auf Stube, ja, haben Zeit, 10 Sekunden und stehen dann wieder hier unten weg. Jawohl. Mit dem Bus geht's in den Wald. Und hier lauern auch schon die ersten Gefahren. Gut, hören Sie noch mal kurz zu. Ihre Gewehre nehmen Sie quer auf den Schoß, ja? Nicht mit der Mündung nach oben, aus dem einfachen Grund, wenn der Busfahrer mal scharf bremst, haben Sie das Teil nämlich im Mund. Ja, das muss nicht sein. Da haben Sie sich schon verletzt, bevor wir überhaupt angekommen sind. Ausbilderin Conny kennt ihre Truppe nach 6 Wochen schon gut. Auch ihre Schwächen. Ich habe so 2, 3 Kandidaten, wo ich schon denke, dass es schwierig wird für sie. Sehr anstrengend und sehr fordernd. Ich denke, dass alle aus der Gruppe an ihre Leistungsgrenzen geführt werden. So bei 2, 3 bin ich mir sicher, dass sie drüber hinwegkommen. Und da müssen sie aber durch und da werde ich ihnen noch dabei helfen. Ein 6-Kilometer-Marsch mit 20 Kilo Gepäck in praller Mittagssonne. Das steht den jungen Rekruten nun bevor. Kompaniechef Sven Beck weiß, was nach kurzer Zeit passieren wird. Als allererstes wird es natürlich an den Schultern brennen, weil es warm ist und da ca. 15 Kilo Gepäck auf dem Rücken ist. Die Schuhe sind seit 4 Wochen, tragen die Rekruten erst und da gibt es dann wahrscheinlich schon die ersten kleinen Blasen. Als schwächstes Glied der Truppe erweist sich Soldatin Hanisch. Doch sie will ihre Kameraden nicht aufhalten und kämpft verbissen.
Muss ich schaffen. 2 Stunden Marsch bringen die schwerbepackten Soldaten schnell an ihre Leistungsgrenze. Doch der Lagerplatz ist endlich erreicht und auch Steffi Hanisch hat durchgehalten. Es bleiben nur wenige Minuten, um neue Kräfte zu sammeln. Mir ist nur super warm. Und ich glaube, ich brauche jetzt mal was zu essen. Ein bisschen viel auf dem Rücken. Wie geht's dir jetzt? Ein K.O. Der Marsch war nur der Auftakt. Auf die junge Truppe warten harte Übungen. 1, 2, 3, 4 und 2 Schrägdächer. Passt wunderbar, ja? Conny wählt den Zeltplatz für die kommenden 3 Tage. Leben im Felde. Onno Nerjes kann sich Schöneres vorstellen. Die erste Woche habe ich sehr oft geflucht und habe gedacht, Scheiße, hätte ich besser Zivi gemacht. Weil das war, hat um Gewinnung von elterlicher Haushalt zu angeschrien werden und rumgescheucht werden. Dann 2. Zug! Klar bei Pickport! Ja, Sie nehmen jetzt Ihren Pickport, Ihr Essgeschirr und stellen sich gruppenweise vorne an die Essensausgabe an. In den Pickpot, ein Kombigeschirr aus Aluminium, gibt es die Feinkost aus dem Suppentrog. Nach dem Marsch hat man Hunger. Vor allem die reguläre Essenszeit, die uns hier angewöhnt wurde, ist schon vorbei. Wir haben schon richtig Hunger jetzt. Na, Frau Hahn, ist alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Das ist gut. Da haben Sie sich doch schon Ihr Leben lang drauf gefreut, oder? Ja. Die leckere Erbsensuppe von der Bundeswehr. Tiefer, Hand weg, gut. Mit Waldmeistersaft und Erbsensuppe ist die Versorgung im Feld gesichert. Der Umgang mit dem Pickpot verlangt jedoch den ganzen Soldaten. Schmeckt lecker sogar. Hätte ich nicht erwartet. Nur das Essgeschirr ist unpraktisch. Im Vergleich zum normalen Teller. Aber die paar Mal überleben wir schon. Die Waldmeister bei der Arbeit. Mit Ästen wird das Zeltlager gesichert und getarnt. Nicht nur das Lager erhält Tarnung. Zum Leben im Felde gehört natürlich auch, ja, das Tarnen und Täuschen. Das tun wir hier mit unserer Tarnschminke. Ja, wir haben zur Verfügung grün und schwarz. Das heißt, ganz einfaches Prinzip, ja, die Grundfarbe im Gesicht ist grün und darüber gibt es die Form, ne, dass einmal schwarze Streifen drüber gemacht werden. Wenn ich Ihnen sage, die Grundfarbe ist grün, heißt das nicht, dass Sie sich anmalen sollen wie ein Clown, ja, sondern sollen grün leicht drauf machen und dann verwischen im Gesicht. Ja. Wer macht das Schminken? Die beiden. Die beiden Frauen, ja. Und dann stellen Sie sich schön an, dann lassen Sie sich schminken hier. Gut. Egal ob Heer, Luftwaffe oder Marine, das 3-tägige Biwak der Grundausbildung müssen die Männer und Frauen absolvieren. Beim Schminken ist die alte Rollenverteilung jedoch schnell wiederhergestellt. Das ist meistens so, dass Frauen das machen. Liegt in der Natur der Frau, schätze ich mal. Aber es ist meistens so, dass die Frauen sich zuerst melden, so schminken, ja, machen wir. Weil die damit, glaube ich, besser umgehen können als Männer. Ja, man kann die Jungs ärgern, man kann sagen, man hat sonst was mit denen gemacht, die sehen das ja nicht. Das ist das Gute daran. Ach du Scheiße. Die Rambo. Für Robert Jacobi ist die Schminke eine ganz neue Erfahrung. Ja, also Frauen zu schminken, ziemlich ungewohnt, besonders wenn man das noch nie gemacht hat. Man verbindet halt mit Bundeswehr halt Training, Schießen und so weiter, bloß nicht schminken halt. Das hier ist ja was völlig anderes hier. Frauen und Männer kommen sich in dem 3-tägigen Biwak sehr nahe. Doch für Liebeleien ist im Felde kein Platz. Man kann zwar denken, ja, der sieht gut aus, der wird mir gefallen, aber mehr eben nicht. Ich sag mal, es kommt drauf an, ob man zu Hause jemanden hat oder nicht. Und wenn man jemanden hat, dann hat man eigentlich überhaupt nicht die Chance, sich zu vergucken, denke ich mal. Und damit sich die Geschlechter während der kommenden Tage nicht zu nahe kommen, werden zwischen den Waschplätzen Feldponchos als Sichtschutz gespannt. Gut getarnt geht es für Conny Lockes Truppe zur Hindernisbahn. Der Parcours mit diversen Gemeinheiten lässt viele schon an der ersten Hürde scheitern. Ausbilder Beck muss dafür sorgen, dass die Mutprobe nicht mit Prellungen und Brüchen endet. Achte drauf, der nächste erst.
der nächste Kamerad weg ist. Hervorragend. So, hat jemand Höhenangst? Keiner? Ach, so hoch ist das nicht. An der Eskaladierwand trennt sich die Spreu vom Weizen. Innenhand oben drauf. Innenbein, mit dem holen Sie Schwung. Schwingen möglichst hoch. Sobald Sie das möglichst weit oben haben, das Innenbein, holen Sie mit dem äußeren Schwung und legen das hier oben drauf. Gesagt, getan. Ausbilder Beck beherrscht die Übung. Für Mutti allerdings wird es nicht leicht. Die 22-jährige gelernte Arzthelferin hat in diesem Moment mehr als ein Brett vor dem Kopf. Seekadett Löffler zeigt Steffi, wie es geht. Gucken Sie mal her, ich zeige Ihnen mal den Angriff. Okay? Darauf, wenn Sie drüber rufen, packen Sie hier mit dem Ellenbogen ein, dass Sie hier so umgehen. Und dann kommen Sie auch so rüber, da brauchen Sie keinen Schwung. Ne, mit dem Ellenbogen einmachen. Es folgt der zweite Versuch. Ja, müssen Sie ein bisschen hochspringen? Hochspringen, springen Sie mal hoch. Da oben dran. Und jetzt ziehen Sie hoch und klemmen den rechten Ellenbogen ein. So, Kamera, komm. Alte von ziehen. Da anpacken, auf, Innenbein schwingt und dann kommt das andere nach. Okay? Jetzt. Bei drei. Und hopp. Und jetzt kommt er. Lass uns da hin. Und jetzt nur noch ziehen. Komm nicht loslassen! Gleich nochmal. Ja, also mit Rosa Handisch, denke ich, hat er Probleme, weil sie aufgrund ihrer Körpergröße allein schon nicht diese Kraft aufbringen kann. Wie die Männer, die teilweise ja 2 bis 3 Köpfe größer sind in der Gruppe. Ein letzter Versuch mit Unterstützung. So, das muss erstmal nur. Und jetzt heißt es nur noch ziehen! Ziehen! Komm, ziehen! Ja! Komm, komm, komm! Ja! Komm! Jawohl, super! Also, klappt doch! Wunderbar! Ich bin zu klein, ich kam nicht richtig hoch. Deswegen, ich habe das Bein nicht hoch genug gekriegt. Und dadurch kam ich nicht über die Mauer, nur mit Hilfe. Innerhalb von 5 Minuten muss die Gruppe die Kampfbahn bezwingen. Für Frauen, die ihr berufliches Glück bei der Bundeswehr suchen, ist die Bewältigung dieses Parcours Pflicht. Wer aufgibt oder es nicht schafft, besteht die Grundausbildung nicht. Das ist dann das sichere Aus eines Karrieretraums. Steffi Harnisch hatte sich für die Bundeswehr entschieden. Sie gibt im Parcours alles, um dabei bleiben zu können. So, komm, jetzt nochmal alle. Komm, 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 Mutti, komm, komm, Mutti, schaff's da. Mutti, Mutti. Eine große Hilfe sind die anfeuernden Kameraden. Jan, Jan. Ja. Haben Sie Rücker, gehen Sie. In den vergangenen Wochen ist eine eingeschworene Gemeinschaft entstanden. Gegenseitige Hilfe ist überlebenswichtig. Komm, und runter, komm. Das ist okay. Wunderbar. Die Soldaten sind geschafft und um eine Lebensweisheit reicher. Die Gruppe ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Man muss lernen, zusammenzuhalten. Nicht so wie in der normalen Welt, ich agiere so, ich bin der Stärkste, ich komme voran. Sondern hier muss man wirklich alle achten aufeinander. Das ist wichtig. Wenn einer Hilfe braucht, dass er eben auch Hilfe kriegt. Ja? Man lässt keinen Kameraden zurück. Sicherheitsunterweisung durch Obermaat Locke. Jetzt werde ich Ihnen zeigen, was passiert, wenn Sie das Gewehr G36 direkt auf Ihren Kameraden richten. Ohren zu halten. Im Magazin sind nur Platzpatronen. Platzpatronen, die nicht ungefährlich sind. Gut. In dieser Nacht müssen die Rekruten mit diesen Patronen aufeinander schießen. Ja? Die Melone brauche ich jetzt nicht mehr aufzuheben. Ich glaube, das war jetzt deutlich genug, was hier passiert ist. Ja, das wäre Ihr Kopf, wenn ich jetzt da drauf geschossen hätte. Also, beachten Sie den Sicherheitsabstand, mindestens 10 Meter, ja? Seien Sie sich ganz sicher, bevor Sie mit dieser Manövermunition schießen, dass der Kamerad weit genug weg ist. Ja? Sie sehen, was hier passieren kann. Gut. Mit dem Fruchtflansch der Melone verfliegen die Hoffnungen der Rekruten auf eine ruhige Nacht. Ja, habe mich ganz schön erschrocken, dass die Manöverpatrone doch so eine große Wirkung hat, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass sie, obwohl es eine Manöverpatrone ist, so viel ausrufen kann. Da habe ich schon gedacht, oh, mein lieber Mann, falls da doch irgendeiner abdrücken sollte,
aus unerlaubter Entfernung, dann kann es böse enden. 10 Schuss der Manövermunition erhält jeder Soldat. Das muss reichen, um die Stellung zu verteidigen. 10 Schuss ordnungsgemäß übergeben. 10 Schuss ordnungsgemäß übernommen. Das Schießen auf Pappkameraden haben die Rekruten schon mehrfach geübt. Auf Menschen hat noch keiner geschossen. Sie haben gesehen, was passiert, wenn Sie da einem Kameraden an den Kopf schießen. Also passen Sie damit auf. Frau Sieglerding, ich habe eine Frage. Ja. Gab es schon mal Unfälle? Tödliche oder nur Verletzte? Also es gab bestimmt schon genug Unfälle mit dem Zeug. Warum haben Sie eigentlich keine Kopfbedeckung auf? Nein, da war ich nur gerade Munition rum. Ja, wie lange brauchen Sie denn, um das Zeug einzuklippen? Ja, ich war der Letzte jetzt. Tarnen und Täuschen. Bei der Bundeswehr ein wichtiges Aufgabengebiet. Und, bin ich schick? Langsam wird es dunkel im Biwak. Die Nacht bricht herein. Für die jungen Soldaten wird sie nicht so ruhig verlaufen. Gut, alles klar, Kameraden. 22 Uhr. Ja, das heißt für Sie jetzt Bettruhe. Sie gehen jetzt alle auf ihre Kojen, außer die 2 Alarmposten. Ne? Die beziehen jetzt Stellung mit ihrem Koppeltragegestell, mit dem Gefechtshelm und dem teilgeladenen Gewehr G36. Die Soldatinnen Anne Caro und Steffi Hanisch übernehmen die erste Nachtwache. Ja, Sie beide beziehen jetzt die Stellung. Ja, erwischen wir irgendeinen, der da drinnen schläft, ist der Arsch ab. Die Stellung, ein Erdloch, 1,50 Meter tief. Steffi fühlt sich unwohl. Komisch. Richtig, ein komisches Gefühl ist es, weil man nicht weiß, was kommt. Ich denke mal, wenn es dunkel ist, bildet man sich so einiges ein, was da drin kraucht. Während die Frauen die Nacht im Erdloch verbringen müssen, dürfen sich die Jungs aufs Ohr hauen. Auf jeden Fall. Ein bisschen kuscheln. Lange Zeit passiert nichts. Die ständige Konzentration lässt die Soldatinnen ermüden. Aber ein Angriff auf das Lager kann jederzeit erfolgen. Schüsse aus dem Dunkeln. Das Lager wird angegriffen. Steffi weiß nicht, was sie tun soll. Was ist? Sollen Sie mal langsam Alarm auslösen? Trotzdem Alarm auslösen? Es wurde geschossen auf Sie. Haben Sie das nicht gehört? Ja, da sehen Sie also. Los geht's. Stiller Alarm. Steffi muss ihren Alarmposten verlassen, eilt von Zelt zu Zelt und weckt ihre schlafenden Kameraden. Die Rekruten werden geweckt, müssen leise und sofort ihre Kampfbereitschaft herstellen. Ausbilderin Conny dauert das zu lange. Hauen Sie den Schlag rein jetzt. Ja, und unterstützen Sie Ihre Kameraden da oben in der Stelle. Im Kugelhagel der Platzpatronen werfen sich die Soldaten in ihre Kampfmontur. Schlaftrunken geht es hinauf in die Stellung. Noch wissen sie nicht, wer sie angreift und was sie tun sollen. Es gilt, das Lager zu verteidigen. Hier eine Übung. Hey, stehen! Aber im Ernstfall überlebenswichtig für Soldaten. Hey, stehen bleiben oder schieße! Die Soldaten sehen, dass sie eben nicht sehen. Ja, das ist noch eine 2. Person. Die Angreifer sind 3 der Ausbilder. Ohne sie zu sehen, drücken die Rekruten auf gut Glück ab. Die 6. Gruppe einmal zu mir mit allen Gefangenen, die sie haben. Zuhören jetzt. Ja, was mir als allererstes, was mir überhaupt gar nicht gefallen hat, war die späte oder viel zu späte Alarmierung. Ja? Also an die beiden Alarmposten. Sie haben überhaupt nicht alarmiert. Wäre ich nicht hochgekommen, hätte ich Ihnen Bescheid gesagt, dann würden Sie jetzt noch da drin stehen. Ne? Also da kam ja gar nichts von Ihnen. Das war nicht gut. Obwohl es offensichtlich war, dass auf Sie geschossen worden ist. Ja? Da hätte Sie der Feind schon im Ernstfall längst erwischt. Ne? Zum Schluss war gut, dass Sie dann alle geschnallt haben. Aha, halt stehen bleiben oder schieße, fertig laden. Und dass Sie dann auch geschossen haben. Und nicht dieses, oh, schieße ich jetzt oder schieße ich jetzt nicht. Keine gute Bilanz für die beiden Frauen. Aus Angst zu schießen passierte nichts.
Ich habe nichts gesehen. Also ich habe niemanden gesehen. Deswegen nicht gedacht, dass wir jetzt unbedingt... Okay, Alarm auslesen ist klar, aber dass wir jetzt schießen müssen. Wenn ich keinen sehe und nichts höre, kann ich nichts machen. Unsicherheit. Irgendwo auf der Straße kurz vorher. Ich war mir nicht sicher, ob wie ich reagieren muss, was ich machen muss. 2 Uhr morgens und endlich Nachtruhe für Steffi Hanisch und Anne Caro. Aber die Nacht wird kurz. Dafür sorgt schon Ausbilderin Obermatt Locke. Ihr Wecker, eine Stabhandgranate. Es ist jetzt 5.30 Uhr morgens. Ich werde die Rekruten jetzt wecken mit dieser kleinen Handgranate hier. Es gibt einen kleinen Krach. Das heißt, die Rekruten gehen sofort aus ihren Zelten raus. Die Männer mit freiem Oberkörper, die Frauen mit T-Shirt, stellen sich auf zum Frühsport und dann gehen wir joggen, ohne dass sie die Möglichkeit hatten, sich erstmal zu waschen oder auf Toilette zu gehen. Aus dem Schlaf gerissen, ohne Frühstück geht es los. Denn ohne Frühsport beginnt kein Tag im Biwak. Harte Mägde, harte Knechte! Harte Mägde, harte Knechte! Ich hab die Bücher kannst du aufschicken. Nicht so, nein, wir sind bei der Marine hier! Nicht so, nein, wir sind bei der Marine hier! Nach 3 Stunden Schlaf auf Stroh sind die Rekruten nicht erholt. Das finde ich als anstrengend. Ich habe nämlich überhaupt keine Kraft mehr. Nichts mehr in den Knochen vor. Es bleibt gerade noch genug Zeit für eine Katzenwäsche. Denn Ausbilder Sven Beck hat in einem anderen Teil des Übungsgeländes bereits alles vorbereitet für die nächsten sportlichen Herausforderungen des Tages. Sie haben große Erwartungen, auch der ein oder andere Befürchtung. Sie wissen, was da auf Sie zukommt. Nicht genau, aber Sie wissen, dass da was kommt, was nicht mit eitel Sonnenschein zu vergleichen ist. 4 Kilometer Marsch sind es bis zur ersten der heute anstehenden Übungen. Ein mächtiges Tau soll den Rekruten arge Schwierigkeiten bereiten. Wir werden jetzt hier bei der Ausbildung über einen Seilsteg gehen, sprich über einen Fluss überqueren, über ein Seil. Das teilweise sehr schmerzhaft sein kann, wenn man darüber geht, gerade im Brustbereich, weil die Knöpfe ganz schön dann auf die Haut draufdrücken, wenn man ja direkt auf dem Seil drauf liegt. Komm, hier stehen die Bikini-Mädchen. Die Knöpfe der Feldblusen schneiden auf der Brust ins Fleisch. Jeder Zug über das Seil Wahnsinn. Ein brennender Schmerz. Na komm, hier sind die Strandmiezen. Hopp! Simuliert wird das Überqueren eines Flusses. Im Ernstfall Leben rettet. Und noch 2, komm, ein noch. Und meine Hand, wunderbar. Super. Besonders anstrengend ist dieser Parcours für die Frauen. Komm, noch 2, ein noch, komm, und ab. Wunderbar. Und nächster. Obermatt Schulz hat Schmerzen. Bei mir war das Problem, dass ich einen Bügel-BH habe. Einmal. Und dass es genau eben halt immer auf die Bügel drückt. Ja, also morgen kein Bügel-BH. Doch Risiken gibt's hier auch für die Männer. Man sollte definitiv aufpassen, dass man sein bestes Stück nicht in der Mitte des Seils hat, weil das wird sehr schmerzhaft. Da habe ich schon blutige Teile gesehen, das ist nicht mehr normal. Matrose Robert Jacobi bleibt diese schmerzhafte Erfahrung nicht erspart. Der nächste los. Der hat doch einen Sack. Hier leicht runterziehen. Ne? Mann. So er wird den Seilstück in schmerzhafter Erinnerung behalten. Steffi Hanisch steht die Tortur noch bevor. Anstrengend. Es wird sehr auf die Arme gehen, denke ich mal. Muss ich sehen, ich weiß es ja noch nicht. Ich habe es ja noch nicht gemacht. Ich lasse mich überraschen. Die junge Matrosin ist eine Kämpfernatur. Knöpfe. Doch auf halber Strecke verlassen die Mutti der Kompanie die Kräfte. Plötzlich ist Schluss. Das tat ganz schön weh, im Brustbereich und dann auch hier im Schrittbereich. Das war ganz schön unangenehm auch. Ich hoffe es, dass ich es morgen schaffe, die ganze Strecke. Denn es ist ja auch ein Wettbewerb und dahin wollen wir natürlich auch schaffen. Über 14 Minuten. Beste Gruppe liegt bei 7 Minuten 19. Was? 7 Minuten 19? Mit 11 Mann. Wie viele sind wir? 10. Wir sind 10. Krass. Und morgen beim Parcours will ich aber ein bisschen mehr Engagement sehen. Ja? Ein bisschen mehr Unterstützung, verbal. Ne? Da wird richtig Power gegeben.
Damit der deutsche Soldat im Felde nicht verhungern muss, gibt es EPA, die Ein-Mann-Packung. Die Notreserve ist 30 Jahre haltbar und soll genauso schmecken. Jeder einmal ein EPA-Paket für sich vom Stapel nehmen. Keiner guckt da natürlich rein, ja, weil ich Ihnen das gleich erkläre. Matrose Jacobi, ich habe gerade gesagt, da guckt keiner rein. Ja, stimmt. Warum machen Sie das wieder und alle anderen nicht? Ja. Haben Sie nicht gehört? Ja, sorry. Und was ist drin? Haben Sie schon mal geguckt, ja? Hm, soll ich nochmal nachgucken? Nein, soll nicht gucken, Mensch. Allerhand Leckereien, wie Panzerkekse für den kleinen Hunger zwischendurch, Instant-Getränkepulver, aber auch Fertiggerichte und sogar etwas zum Naschen, finden sich in den unscheinbaren grauen Kartons. Bundeswehrschokolade. Ja, schmeckt gut, doch. Denken Sie dann, wenn Sie die essen, dann können Sie längere Zeit nicht mehr auf den Topf. Das kann ich Ihnen ja schon sagen. Genau. Das nächste haben Sie hier diese Hartkekse, Bundeswehr-Hartkekse. Ja, wenn Sie die essen, das Gleiche, ne? Dann haben Sie die nächsten 3 Tage erstmal Ruhe, am Wochenende dafür dann viel Spaß. Aber bei einem ist das noch nicht so böse, oder? Weiter geht's mit Linseneintopf mit 2 Mettwürstchen drin. Ist das erste Warmgericht, das zweite italienisches Nudelgericht. Gut, teilen sich das Essen gut ein, soll bis Donnerstag reichen, ja? Esbit muss mit, wenn die Bundeswehr ins Felde zieht. Matrose Orno Nerjes hat jedoch Probleme bei der Handhabung. Das wäre jetzt wundern, wenn ich jetzt mache. Lecker, Pasta. Pasta alla Italiener. Während Ostfriese Orno noch zündelt, sind andere fast schon satt. Und Bundeswehrstreichhölzer sind hartnäckig. Von denen habe ich gleich 10 durch. Ja, ich verbrenne mir gerade die Finger, aber das ist mir wert. 15 Streichhölzer später. Ja? Orno Nerjes hat Feuer gemacht. Andere machen bereits erste Erfahrungen mit der Konserve. Ich möchte nicht. Jetzt lieber meine Stulle und... Nee, ich habe keinen Hunger. Naja, ich habe schon bessere Wurst gegessen. Aber der Hunger treibt rein. Ich weiß, wie es schmeckt. Lecker. Und mir schmeckt es überhaupt nicht und deswegen Brot reicht mir vollkommen aus für die 2 Tage. Lecker. Orno Nerjes ist eine Kämpfernatur und auch den Kampf mit der Packung wird er gewinnen. Es ist noch nicht besonders sonnig, es ist wolkig, es ist noch nicht besonders warm und dies ist die anstrengendste Station des heutigen Tages. Wir werden jetzt in den nächsten 1,5 Stunden mit Ihnen verschiedene Belastungssituationen durchführen, die wir Ihnen ja nicht vorher sagen, sondern dann sagen, wenn es soweit ist. Nehmen Aufschritt, Marsch! Mit Gepäck und Gewehr im Laufschritt durch die Sandwelle. Das Biwak, 3 Tage Ausbildung im Feld bei der Bundeswehr, ist kein Zuckerschlecken. Die jungen Soldaten sollen hier lernen, was im Kriegsfall annähernd auf sie zukommen kann. Rot und hoch! 30 Minuten lang müssen sie immer wieder mit Gepäck und Gewehr durch den feinen Sand. Das stellt besonders die Frauen auf eine harte Probe. Helfen Sie Ihren Kameraden hier hoch! Einer hält die Gewehre fest! Und Kameraden, nehmen Sie zu! Die Ausbilder kennen keine Gnade. Jeder muss diese Übung bestehen. Laufen, springen und immer wieder Liegestütze und Sit-Ups. Die Jungs und Mädels sollen an ihre physischen Grenzen stoßen. Ja, manchmal denkt man einfach, man hört einfach auf und kommt einfach nicht weiter. Aber man muss Zähne zusammenbeißen und da durch. Also kommt noch einiges. Kommt noch einiges. Bis in die Abendstunden dauert das Schinderprogramm der Ausbilder. Laufen, laufen und immer wieder laufen. Gewehre zerlegen, wieder zusammenbauen. Das Ganze auf Zeit. Geschicklichkeitstest, Gleichgewichtsübungen. Steffi Harnisch macht ihre Sache gut. Sie hält durch. Das ist ja total am Klemmen hier. Matti! Komm, lass die Finger! Komm, lass!
Hier, gucken Sie auf mich, Matrose Hahn. Schon mal auf meine Beine gucken. Wo? Kommen Sie. Und die letzte, los! Und los! Heute werden die Matrosen totmüde. Also, wir haben ja schon einiges mitgekriegt, dass morgen wohl Stationsausbildung ist. Und die wird wohl sehr hart werden. Also da, denke ich mal, werden wir ganz schön knapsen dran müssen. Obwohl ich das heute auch nicht ohne fand. Wie spät haben wir das? 10? Auch diese Nacht werden es kaum mehr als 2 Stunden Schlaf für Connys Truppe, wenn nicht noch ein Alarm dazwischen kommt. Ja, der letzte Tag im Biwak. Was vorher mühsam aufgebaut wurde, muss jetzt wieder zerstört werden. Na, wir müssen jetzt die Station aufklären. Und das heißt, Strohballen wegrollen. Die ganzen Tunnelsysteme, die wir hier gegraben haben, müssen wir ja zuschütten. Also war das Ganze eigentlich für den Arsch. Die meisten Rekruten denken, dass das Biwak jetzt mit dem heutigen Morgen vorüber ist. Dem ist nicht so. Es kommt jetzt noch auf uns zu die Hindernisstrecke, dieser Hindernisparcours, der 6 Stationen beinhaltet, wo die meisten Rekruten schon auf dem Zahnfleisch kriechen werden. Und dort müssen sie nochmal gemeinsam drüber und dann erwartet sie halt die Heimreise. Tag 3 der Schinderei und noch keine Spur von den Bussen, die die Rekruten zurück in die Kaserne fahren werden. Wird anstrengend werden. Ich hoffe, dass wir das schaffen als Gruppe und wird sehr stressig. Also wir bekommen ABC-Alarm. Das heißt, ABC-Schutzmaske aufsetzen, den Poncho aufsetzen, dann müssen wir ungefähr 600 Meter rennen im Fliegermarsch. Das heißt, der Letzte rennt immer bis vor. Marsch auf! Eizierler! Poncho drüber, Helm auf! Gewehr vorhalten! Mit Gummiponchos und Gasmasken muss Connys Truppe im Fliegermarsch laufen. Das Gepäck erschwert das Fortkommen merklich. Zudem tragen die Soldaten eine 20 Kilogramm schwere Munitionskiste und einen Wasserkanister. 250 Meter noch! Okay. Jetzt, ABC-Alarm ist beendet! Auf den Parkplatz rauf, Masken ablegen! Kiste und Kanister von der Straße nehmen! Kanister von der Straße! Nehmen Sie Maske ab. Die Atmung wird durch die Gasmasken stark behindert. Gepäck und Staffellauf tun ihr Übriges. Die ersten Zusammenbrüche des heutigen Tages. Runter damit. Kommen Sie los. Alles klar. Führen als Vorbild. Ausbilderin Conny Locke macht alle Übungen mit. Ich mache die Übung mit, um den Kameraden zu zeigen, dass die Ausbilder selber auch machen können und müssen. Ja, und dadurch motiviere ich sie natürlich auch. Und dadurch füge ich mich auch ein bisschen in die Gruppe ein und stärke natürlich die Kameradschaft. Zeit zum Erholen bleibt Connys Truppe kaum. 12 Minuten 42 und 13 Sekunden. 13 Hundertstel. Gut. Gute Zeit. Schön gebissen. Wirklich gut gebissen. So, Drumführer, Liegestütz? Ja, natürlich. Gut, alles klar. In Linie aufstellen. Nein, Jakobi. X-Achsen. Das kriegen wir hin. Ja. Eins! Nach jeder Übung immer wieder die Stütze. Das macht besonders den Frauen zu schaffen. Ich habe gehört, dass Frauen mehr Durchhaltevermögen haben sollen. Ansonsten von Stärke, von den Muskeln her, denke ich mal, sind die Männer doch noch klar im Vorteil. Aber ansonsten, wir stehen das alle durch. Und wenn einer nicht mehr will, den ziehen wir mit. Es folgt Waldarbeiter-Workout à la Bundeswehr. So, aufgepasst. Ja, wenn Sie einen Baumstamm tragen, nicht 8 Mann auf einmal, das geht nicht, dann treten sie sich in die Hacken. Ja, versuchen sie es auf 3, maximal 4 Mann aufzuteilen. Oh, an den Baumstamm, los, auf geht's! Die Schultern Eins, zwei, drei! So ein Teil ist billig. Genau, das kommt los. Bei 90 Kilogramm Holz kommen auch die härtesten Jungs ins Schwitzen. Nach Sinn und Zweck der geforderten Aufgaben fragen Jakobi und Co. schon lange nicht mehr. Zähne zusammenbeißen und durch, lautet die Devise. Und runter. 1, 2, 3. Boah, es ist schon anstrengend, gerade bei dem Wetter jetzt. Es geht nicht spurlos an einem vorüber. Den Wasserkanister müssen die Rekruten bei allen Übungen mitnehmen.
Ihre einzige Chance auf eine Erfrischung vor weiteren 2 Kilometern Marsch. Ja, so Kameraden, die folgende Station ist auch nicht meine absolute Lieblingsstation, aber werden uns da zusammen irgendwie drüber quälen. Nach diesen Torturen müssen alle noch einmal über den verhassten Seilsteg. Steffi Harnisch hat es am Vortag nicht geschafft. Ich bin runtergerutscht. Ich hoffe, dass es heute nicht so ist. Wie bitte? Ich muss es schaffen. Ich habe Kameraden, die mich anfeuern, dann schaffe ich das schon. Die Aufsicht am Seil hat Oberbootsmann Stolte. Er entscheidet über Bestehen oder Versagen. Dennoch gibt er den Jungs ein paar Tipps. Die klemmen sich da ihre Feldmütze drunter, damit das nicht so am Gehänge scheuert. Schafft Steffi heute das Seil nicht, muss sie das gesamte Biwak wiederholen. Ihre einzige Hilfe? Motivation von außen. Komm mal hier. Und wenn man hier nicht anfeuert und schreit, hat der Kamerad, der auf dem Seil sitzt, absolut keine Motivation mehr und hängt dort. Also ich bin selber drüber gegangen, ich weiß, was es für Schmerzen bereitet. Und wenn man absolut ruhig da oben hängt, hat man keinen Bock mehr, darüber zu gehen. Mutti, komm, ja, schön. Schön. Hau rein, Mutti. Sehr gut. Und denken Sie immer, altes Arschloch, komm. Los, 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 los. Nochmal so wie eben gerade. Jetzt einmal, jetzt ziehen Sie durch bis zum Baum. Trotz Tränen und Schmerzen, Mutti zieht. Genau, durchziehen. Dass Mutti es schafft, hätte selbst Ausbilderin Conny Locke nicht erwartet. Das konnte nicht besser gemacht werden, Matrose Harnisch. Ja? Tut weh, ich weiß. Ja? Aber geht wieder vorbei. Spieß Helge Labs hat zufällig ein schwerwiegendes Problem. Und Connys Truppe kommt wie gerufen. Hallo? Hallo? Das ist ja schön, dass Sie kommen. Der LKW ist hier stehen geblieben und mein Chef möchte vorne unbedingt das große Truppenzelt haben. Na? Das wäre natürlich super, wenn Sie mir helfen können mit Ihren Leuten. Na? Entweder tragen wir das Zelt dahin, das ist natürlich ein bisschen unhandlich, weil das mehrere Stangen sind, ein riesen Zeltbahn und so, die liegt natürlich ein paar Kilo. Also einfacher ist wirklich, den Tonner zu schieben. Na? Okay. Natürlich fehlt dem beladenen LKW technisch gar nichts. Los, schieben! Diese Übung eignet sich hervorragend, um die Rekruten samt Ausbilder erneut ans Limit zu bringen. Wenn der LKW anfängt zu rollen, nicht dran hängen bleiben, ja? Schuss, Schieben! Den Lastwagen auf dem Schotterweg zu bewegen, gleicht einem Schieben gegen eine Wand, die kaum nachgibt. Alter, schieben! Richtung auf Wochenende! Beißen Sie! Beißen Sie! Diese Übung nimmt den jungen Soldaten die letzten Kräfte. Und alle, komm noch einmal! Los! Komm! 2 Kilometer später, Ziel erreicht. Bravo, 6. Gruppe! Super, 6. Gruppe! Komm alle zusammen! Das habt ihr euch verdient! Ich habe ein bisschen beim Tonnerschieben dran gedacht, dass es jetzt wirklich bald nicht mehr weitergeht. Wo dieser Tonner dann gestanden hat, wir den nicht so schnell in Gang gekriegt haben. Da dachte ich schon, so jetzt ist vorbei aus. Aber trotzdem, dann noch mal ein bisschen Motivation und dann ging es trotzdem noch ein paar hundert Meter weiter. Nicht mehr weiter geht es jedoch für Kameradin Schulz. Hände auf die Knie oder auf die Waffe, genau. Mutti wird ihrem Ruf gerecht und kümmert sich. Bisschen Wasser? Komm her, trink das. Komm, trink. Hast du super gemacht. Super gemacht. Das ganze Team ist angekommen. Das ist ja der Zweck super, der Geschichte. Super. Ja, lass es raus. Ne? Hast du ganz toll. Trotz Zusammenbruch, die Schinderei geht weiter. Ging gar nicht. 9 Minuten 50. Damit seid ihr. Habt ihr die 4 beste Zeit? Aber Zeitabstände sind und, also wirklich, 25 Sekunden. 15 Sekunden. 35 Sekunden. Wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Ihr habt jetzt noch 12 Minuten. In diesen 12 Minuten macht ihr jetzt noch ein paar Liegestütze. Jeweils immer 10er Sätze. Und für 10 erfolgreiche Liegestütze gibt es einen Punkt.
und jeder Punkt ist später eine Zeitgutschrift. Alles klar. Na? Ja. Okay? Ja. So, Kameraden, wir haben noch 10 Minuten Zeit. Ja, was in diesen 10 Minuten kommt, wissen Sie ja selber. Machen oder wir versuchen noch einmal 10 Liegestütze hinzukriegen, ja? Also, wer sich kurz erfrischt hat, gleich hier einmal in Linie antreten mit Gewehr und Helm. Für das Punktekonto ein letztes Mal alles geben. 5, 6. Mit meiner Gruppe habe ich diesmal sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich hätte heute Morgen nach dem Aufstehen nicht gedacht, dass sie bis jetzt so gut durchziehen. Und sie haben alle gut durchgezogen. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Und man hat auch heute deutlich gesehen, dass die Kameradschaft hier in der Gruppe gezogen hat. Ansonsten wären über die Hälfte nicht mehr angekommen. So, rechts ran. 3 Tage lang war der Weg das Ziel der 10 jungen Rekruten. Jetzt wartet der Reisebus für die Heimfahrt am Lagerplatz. Nicht mehr als 2 Stunden Schlaf pro Nacht und körperliche Belastungen haben sie im Biwak an ihre Grenzen gebracht. Was ist mir das Biwak gebracht? Ich denke mal, es hat auf jeden Fall gezeigt, wie stark eine Kameradschaft sein kann. Ja, dass es diese körperlichen Grenzen wirklich gibt, weil man die ja sonst nicht zum Austesten kriegt. Das Biwak hat mir gebracht, dass ich jetzt weiß, dass ich viel mehr kann. Es hat mir meine Grenzen gezeigt und ja, ich würde sagen, es war für mich sehr interessant, mal zu erfahren. Es war sehr anstrengend, aber es hat eben auch Spaß gemacht. Spaßvogel Jakobi hat nur einen Wunsch. Tja, Matrose Jakobi tut das, was auch jeder normale Matrose tun wird, also unter die Dusche springen, unter einer kalten Dusche und dann erstmal ab in den Bock schlafen. Auch die Ausbilderin ist froh, dass es heimgeht. Also ich bin auf jeden Fall auch super müde, fertig und ja, K.O. Also das Biwak hat mich auch ganz gut geschafft. Oh, bin ich froh, dass es vorbei ist. Keine 5 Minuten und die harten Jungs und Mädels der Marine schlummern friedlich. Wahrscheinlich träumen sie von einer heißen Dusche, denn in der Luft liegt der unverkennbare Duft des Feldes.